Hallo und schön, dass ihr wieder da seid. Wir beide dürfen euch ganz herzlich grüßen von der Jugend der BEG Hannover. Und wie versprochen, wollten wir euch nochmal eine kurze Botschaft, einen kurzen Gruß zu Weihnachten, zum neuen Jahr lassen. Ihr erinnert euch bestimmt, wenn ihr den Kanal schon etwas länger verfolgt, Ostern 2020, ähnliche Konstellation, saßen wir auch hier. Damals durfte man auch noch nicht zum Friseur gehen oder nicht mehr zum Friseur gehen. Ähnliche Situationen haben wir jetzt, fast ähnlich. Da kann man sich schon mal ausrechnen, wie lange das jetzt schon geht. Aber wir wollen die Zeit nutzen, um mit euch noch etwas zu teilen. Richtig, so ist es. Und das ist Nummer 1. Die Lernkurve geht nach oben. Wir haben es geschafft, unsere Klamotten an das Bild. ernst beiseite. Wir freuen uns sehr, dass ihr mit uns durch dieses Jahr gegangen seid, mit euch uns durch dieses Jahr 2020. Im Amerikanischen habe ich mir sagen lassen, wird 2020 schon als Begriff dafür benutzt, wenn eine Sache komplett schief gegangen ist. Das wollen wir nicht sagen über 2020, aber wir wollen sagen, 2020 war ein ganz besonderes Jahr, aus dem wir vieles lernen durften, aber wo wir jetzt auch irgendwie froh sind, gut, dass es vorbei ist, wir gehen in 2021 ran. Und dafür haben wir einige spannende Hinweise für euch, die ihr euch in eurem Terminkalender schon mal vormerken könnt, beziehungsweise worüber ihr nachdenken könnt. Erstens, bei uns geht's weiter am 15. Januar. Wir machen jetzt erstmal Winterpause, aber Winterpause heißt nicht Winterschlaf, auch für euch nicht. Wenn ihr inhaltlichen Input braucht, noch mehr wollt, folgender Tipp von uns, schaut doch einfach mal in unsere Jugendplaylist. Da findet ihr einige Themen und ich bin mir sicher, dass ihr noch nicht alle durchgeschaut habt. Ich glaube, wir haben jetzt sogar die 30er-Marke geknackt hiermit. Also von daher, ein bisschen Binge-Watching könnte man da auch betreiben. Das ist Nummer 1, also am 15. Januar geht's weiter. Dann zu eurer thematischen Ausrichtung fürs kommende Jahr. Wir sind gerade schon am Tüfteln, gucken, wie geht's nächstes Jahr weiter. Und wir fänden es extrem spannend, wenn wir von euch Rückmeldungen bekämen. Welche Themen findet ihr spannend für 2021? Schreibt uns einfach in der Kommentarfunktion oder schreibt uns eine E-Mail an jugend@beg-hannover.de. Das findet ihr hier auch eingeblendet oder in der Description. Oder kontaktiert uns via Instagram. By the way, wir haben jetzt auch einen Instagram-Channel. Oder hatten wir schon länger, aber wir wollen den in 2021 noch aktiver nutzen. Deshalb schaut mal vorbei, BEG Jugend, kann man auch jetzt schon drauf gucken. Wie gesagt, Interaktion, ja, ihr seht schon, wir freuen uns, wenn wir von euch hören, dass es nicht nur so eine One-Way-Communication ist. Und es gibt eine Form von Interaktion, die ist besser als alle anderen und das ist die Live-Interaktion. Und auch dafür gibt es hoffentlich 2021 Möglichkeiten. Ja, Anfang des Jahres, da macht man ja Pläne, gute Vorsätze und man plant die Termine. Und da könntet ihr euch zum Beispiel vom 19. bis zum 21. März einen Termin blocken. Nämlich für die Bibeltage. Mit dem Jugendabend am Freitag, dem 19. März. Wir freuen uns, dass seit Jahren bei den Bibeltagen und vor allem am Jugendabend junge Leute aus ganz Deutschland zusammenkommen, dass wir gemeinsam die Bibel studieren, uns connecten und wir sind fest überzeugt, 2021 wird es wieder normal möglich sein und dann würden wir uns freuen, wenn ihr auch mit dabei seid. So, aber jetzt genug zu den ganzen Infos und organisatorischen Sachen. Wir wollen euch zum Abschluss quasi auf der Zielgeraden von 2020 noch zwei inhaltliche Impulse mitgeben, die uns ganz besonders wichtig geworden sind. Und da darf ich an Daniel übergeben. Ja, wir machen das nämlich so. Heute Abend ist bei uns ein Austausch mit der Jugend, wo wir uns gerade darauf vorbereitet haben, was uns wichtig geworden ist, was uns Gott wichtig gemacht hat in dieser Zeit, in diesem Jahr. Und das wollen wir einfach so miteinander teilen, so den anderen auch am Leben teilhaben lassen, am persönlichen Leben, auch in der Bibellese. Und so möchte ich mit euch inmitten einer Zeit, wo alles erlaubt ist oder relativ viel erlaubt ist, aber vor allem nicht erlaubt ist, zu bewirten, uns wenden zu den Hirten. Und wenn ich schon an Lukas zur Seite habe, wenden wir uns an Lukas 2, Vers 8. Die waren beide spontan, oder? Ja. Naja. Lukas 2, Vers 8 finden wir einen Vers, nämlich, da wird von den Hirten geredet. Das ist die Weihnachtsgeschichte, die etwas fortgeführt wird, nachdem Jesus geboren ist, wurde und dort steht: Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr.
Wir finden hier eigentlich diese erste Botschaft, die frohe Botschaft, wie sie zu den Hirten gebracht wird. Und wenn man die Bibel liest, dann fragt man sich, okay, warum aber genau zu den Hirten? Warum nicht zum König? Warum nicht zum sonstigen Kanzler, wenn es den damals gegeben hätte? Es geht direkt zu den Hirten. Warum? Und spannend ist, dass Bach in seinem Weihnachtsoratorium das aufgegriffen hat und gesagt hat, aha, einem Abraham hat Gott, also einem Hirten, Abraham war ein Hirte, und Abraham hat Gottes verheißen, eine Segenslinie. Und beim Hirten wurde es verheißen, und auch Hirten sind quasi die Zeugen der Erfüllung der Verheißung. Und das ist spannend, wenn man das auch in der alttestamentlichen Linie durchsucht. Abraham, Jakob, Mose und David, das sind alles Männer der Segenslinie Gottes bis zum Messias hin. Und Gott hat sie gebraucht in diesen heilsgeschichtlichen Ereignissen, und sie waren Hirten gewesen, einfache, schlichte Hirten. Und so waren es auch hier Hirten, die Gott hervorgeholt hat, beziehungsweise zu denen er Engel geschickt hat und denen er die frohe Botschaft verkündigt hat und große Freude verkündigt hat. Und das ist zum einen einmal ein wichtiger Punkt, dass wir hier bei den Hirten merken, Gott kündigt ihn an, sie sollen sich freuen. Inmitten einer Zeit, wo sie jetzt beauftragt wurden zu wachen, wo sie beauftragt wurden, über die Schafherde zu wachen und... Na und? Spannend ist folgender Aspekt von der Geografie her, dass man weiß, dass um Bethlehem, gerade in Richtung Osten, ein bekannter Weideplatz gewesen ist, ein wichtiger Weideplatz für die Schafe, die ausgebildet bzw. vorbereitet wurden von den Hirten für den Opfer- und Tempeldienst. Hm. Und das ist insofern interessant, weil genau diesen Menschen, die eigentlich doch eine Verbindung zum Tempeldienst sehr wahrscheinlich gehabt haben, diese frohe Botschaft zuerst gebracht wurde, nach dem Motto, ihr bereitet die Schafe für den Opferdienst vor, aber guck mal, da ist das Lamm Gottes, was die Sünde der Welt hinwegnimmt, was Johannes ja später auch dann aufnimmt. Und er, der eigentlich auch der gute Hirte ist, also diese Botschaft über ihn, wird den Hirten direkt mitgeteilt und damit verbunden eine große Freude verkündigt. Und sie machen sich dann Vers 16 auf, eilends gehen sie hin, sehen das Kind, freuen sich darüber. Und so nutzt Gott diese einfachen und schlichten Hirten in ihrem Arbeitsalltag, um sie zu überraschen, mit der frohen Botschaft, dass der Sohn Davids, der König und Hirte zugleich ist, für sie gekommen ist, um ihnen echt Erfüllung und Freude zu schenken. Und das möchten wir euch auch mitgeben. An dieser Stelle einmal als Punkt der Ermutigung, inmitten einer Zeit, wo manche Einsamkeit auch herrscht, wo manche Traurigkeit vielleicht auch herrschen mag, gerade jetzt in dieser Zeit, wenn man das ja vielleicht auch Revue passieren lässt, dass Gott uns eine Freude verheißen hat, die nicht abhängt von den Umständen. Und das möchten wir euch auch zusagen, euch auch ermutigen mit diesem Vers, dass uns eine Freude geschenkt ist in Jesus Christus, die unabhängig ist von allen äußeren Umständen. Soweit von mir. An dieser Stelle hat Lukas noch was vorbereitet. Perfekter Anknüpfungspunkt. Worin liegt unsere Freude begründet für das kommende Jahr 2021? Daniel hat vor allem Bezug genommen auf Christi erstes Kommen. Das werden Weihnachten uns anschauen. Niedrig und gering in einer Krippe als das Lamm, wo der Fokus darauf lag, auf dem Gottesknecht, der sich opfert und am Ende doch beweist, dass er Gott ist. Wir freuen uns aber auch schon auf Christi zweites Kommen, und dort wird er kommen in Macht und Herrlichkeit als der Herr. Das ist unglaublich wichtig, dass wir, wenn wir das kommende Jahr planen, nicht einfach nur schauen, was wird 2021 alles sein, und dass wir uns vielleicht Panik machen, oh, wie wird es sein, wird es weitergehen mit diesen Einschränkungen etc., sondern dass wir 2021 einordnen in die große Perspektive. Und diese große Perspektive ist das zweite Kommen Christi, und davon lesen wir in 1. Korinther 15 die Verse 50 bis 58 vor allem, und wir wollen uns aufgrund der Zeit fokussieren auf die Verse 50 bis 53 und dann 57 bis 58. Ich lese einmal 50 bis 53. Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Bei all den Unplanbarkeiten, die 2021 bereithält, möchte ich euch und uns drei super Perspektiven mit auf den Weg geben, die uns ermutigt in 2021 starten lassen. Und die erste ist folgende, nämlich, wenn du an Jesus Christus glaubst, wirst du in Herrlichkeit verwandelt werden. Das lesen wir hier in den Versen 50 bis 53 ganz eindeutig, und wir sehen, dass wir
in Unsterblichkeit hinein verwandelt werden. Auf welche beiden Arten und Weisen wird das passieren für Menschen, die Jesus Christus nachfolgen, die eine persönliche Beziehung zu ihm haben? Es gibt zwei Szenarien, die wir uns anschauen können. Das eine Szenario ist, dass du und ich, dass wir schon sterben, bevor Jesus Christus wiederkommt. Dann werden wir auferstehen, wenn er kommt, zur Zeit der letzten Posaune mit ihm. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass Jesus Christus wiederkommt zu unseren Lebzeiten. Es könnte morgen sein, denn wir wissen weder den Tag noch die Stunde. Das Spannende ist, dass wir hier im Griechischen, wenn ihr in Vers 52 schaut, ein sogenanntes Hendiadoin haben. Das heißt, zwei Sachen sagen denselben Sachverhalt aus. Plötzlich, in einem Augenblick wird es geschehen. Es wird quasi doppelt schnell sein. Plötzlich, in einem Augenblick. So schnell, dass wir gar nicht reagieren können. Das heißt, 2021 bleibt spannend, auch der Rest von 2020, könnte man auch noch so sagen. Entscheidend ist aber so oder so, wenn du an Jesus Christus glaubst, du wirst mit ihm verwandelt werden. Das ist das eine. Dann haben wir noch zwei weitere geniale Perspektiven. Die zweite finden wir in Vers 57. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Hier ist der Sieg über den Tod, den Teufel und die Hölle gemeint. Wir haben schon jetzt den Sieg in Christus über die Sterblichkeit, über die Vergänglichkeit. Welch eine geniale Aussicht für 2021, wenn ganz, ganz viele Menschen um uns herum leider Angst haben. Deshalb, wenn du gerade in einer Situation bist, wo du Panik hast, wo du sagst, oh, ich weiß nicht, wie es wird, lern diesen Vers auswendig, lies ihn dir durch. Wir haben den Sieg in Jesus Christus, wenn wir an ihn glauben, über den Tod. Uns kann nichts passieren. Das ist die zweite geniale Perspektive. Diese dritte finden wir in Vers 58. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Wenn ihr in den griechischen Urtext guckt, so wie ich hier in meine Interlinear-Übersetzung, Tipp an euch, wenn ihr noch kein Weihnachtsgeschenk habt, holt euch die, lasst sie euch schenken. Es hilft echt sehr, den Text zu verstehen, die Worte Gottes zu verstehen. Dort sehen wir einen Widerspruch auf den ersten Blick in Vers 58. Wenn man in den Urtext guckt, heißt es dort, ich lese einmal vor im Original, daher, meine geliebten Brüder, sesshaft seid unbeweglich, also statisch, euch hervortunt im Werk des Herrn alle Zeit, wissend, dass eure Mühe nicht ist leer im Herrn. Der zweite Teil ist aktiv. Wie geht das zusammen? Wir sollen statisch, wir sollen fest und unbeweglich sein in der Erkenntnis Jesu Christi, im Vertrauen auf ihn, im Wissen darauf, dass er unser Herr ist und alles in der Hand hat. Und aus diesem festen Standpunkt kommt dann unsere Aktivität, dass wir uns reinhängen, dass wir ihm dienen, dass wir seine gute Botschaft verkündigen. Wir wissen, dass kein Becher Wasser umsonst ist, den wir an Geschwister geben, sondern dass Jesus Christus das alles sieht. Und das Wort, das wir dort haben, ist nicht das normale Wort im Griechischen für Werk, für Arbeit, Ergon, sondern Kopos, das heißt der Kampf bis zur totalen Erschöpfung, die zweite, dritte, vierte Meile, der Sprint von Schweini in der 93. übers halbe Feld, um den Gegner wegzugrätschen, der gerade den Konter läuft. Ja, das ist damit gemeint. Und in diesem Sinne, Kopos, jedes einzelne Werk, was wir tun für unseren Herrn Jesus Christus, ist nicht umsonst. In diesem Sinne freuen wir uns sehr, dass wir in diesem Jahr auf diesem besonderen Wege mit euch verbunden geblieben sind. Wir gehen davon aus, dass 2021 noch genauso sein wird. Entscheidend ist, diese Verbindung haben wir nicht nur in uns als Menschen, sondern in dieser Perspektive, dass wir Jesus Christus gemeinsam vertrauen wollen. Und deshalb wünschen wir euch als BGU-Jugend ein ganz gesegnetes 2021 und freuen uns, dass wir uns dann spätestens am 15.01. auf diesem Wege wiedersehen. Auf ein Wiedersehen. Macht's gut. Bis nächstes Jahr. Bis nächstes Jahr.